Winter und trotzdem ist es sehr, sehr kalt. Ja, erstmal herzlich willkommen zu unserer Februar-FIB-Sendung. Ja, du hast Probleme mit der Kälte, ne? Ja, was heißt Probleme? Eigentlich nicht, weil ich springe nämlich immer an. So? Im Gegensatz zu vielen Autos im vergangenen Monat. Oder ich bin auch gern bereit, mich zu öffnen. Im Gegensatz zu vielen S-Bahn-Türen, die sich im vergangenen Monat überhaupt nicht mehr geöffnet haben. Ja, und damit uns die Technik bei dieser Kälte keinen Streich spielen kann, haben wir uns für ein sehr zuverlässiges Transportmittel entschieden, mit dem wir Sie jetzt durch die Sendung fahren werden. Wir wollen nämlich mit Ihnen Schlitten fahren, liebe Zuschauer. Ja, Pferdeschlitten. Pferdeschlitten fahren, ja. Sie sehen es, wir sind hier auf dem Reiterhof Steindl in Turnsberg. Und dazu darf ich immer die Frau Steindl und den Herrn Steindl Junior begrüßen. Grüß Gott. Grüß Sie. Frau Steindl, jetzt eine Frage an Sie. Was werden Sie denn mit uns heute machen? Wollen wir, wie sagt man da, tun Sie uns durch die Sendung kutschieren oder schlittieren? Einfach durch den Schnee ziehen. Sie wird uns durch den Schnee ziehen. Okay. Ja, Uli, jetzt die Frage. Was für einen Schlitten nehmen wir? Den großen, den urigen, den Arbeitsschlitten oder diesen kleinen Schlitten hier? Den kleinen, auf dem man sitzen kann, ne? Okay. Alles klar. Gut. Herr Steindl, wir beide werden dann den Schlitten mal einspannen und jetzt überlasse ich dich dem Mikrofon. Okay? Genau. So, liebe Zuschauer, wir machen jetzt weiter mit unseren FIB-Nachrichten und schalten dazu um ins Studio zu Ingrid Wiedemann. Und hier die FIB-Nachrichten. Die Inkofner Amperbrücke wird erneuert. Jetzt schlug ihr letztes Stündlein. Die alte Amperbrücke bei Inkofen anno 1909, als genietete Fachwerkkonstruktion errichtet, muss jetzt nach einem Gutachten der Landesgewerbeanstalt Nürnberg wegen fehlender Verkehrssicherheit erneuert werden. Mit den vorbereitenden Bauarbeiten, dem Abbruch, konnte noch im vergangenen Jahr begonnen werden. Ein letzter Gang von Vertretern des Landkreises, der Gemeinden und Baufirmen über das betagte Brücklein, dann legte Landrat Ludwig Schrittenlohe mit Unterstützung von Bürgermeister Konrad Huber und Kreisbaumeister Richard Kömpel selbst Hand an. Nach den Plänen von Kreisbaumeister Kömpel wird die neue Brücke bei 8 Meter und 25 Zentimeter Breite und einer Länge von 105 Metern das Flussbett frei überspannen. Der Kreistag hat der Maßnahme längst zugestimmt. Das Innenministerium genehmigte einen Zuschuss von 1.210.000 D-Mark. Insgesamt werden die Baukosten für die neue Amperbrücke, die bis zum September dieses Jahres fertiggestellt sein soll, 2.200.000 D-Mark betragen. Johannes Thiele, Pfarrer in Zollin. Laut Beschluss der erzbischöflichen Ordinariatssitzung wird Kaplan Johannes Thiele am 15. Februar ein neues Amt antreten. Er nimmt den Platz seines Vorgängers Dekan Hermann Kneidinger als Pfarrer von Zolling ein. Johannes Thiele wurde 1979 im Freisinger Dom geweiht, war 3 Jahre lang Kaplan in Peiting und 1 Jahr Präfekt am erzbischöflichen Studienseminar in Traunstein. Seit 1983 ist er in der Stadtpfarrkirche St. Georg in Freising hauptsächlich in der Jugendseelsorge beschäftigt. Hermann Kneidinger wird am selben Tag sein Kurrat in der Wieskirche antreten. Als Nachfolger Thieles kommt Kaplan Anton Erber aus Garching nach Freising. Insgesamt 30.000 D-Mark wurden bei der großen Weihnachtsverlosungsaktion der Interessengemeinschaft Freisinger Innenstadt an Geldpreisen ausgeschüttet. Vorsitzender Richard Grimm übergab die Hauptpreise im Bankhaus Sperre an die glücklichen Gewinner. Den ersten Preis, 1.000 D-Mark in bar, erhielt Eva Narzis aus Freising. Der zweite Preis ging an das Freisinger Kinderheim St. Clara, für das Schwester Walfrieda den 500-Markschein in Empfang nahm. Der dritte Preis, ebenfalls 500 D-Mark, wurden einbehalten, da sich der Gewinner nicht gemeldet hatte. Der Wasserschuss der Technischen Universität Weihenstephan in Freising hat mittlerweile Tradition. Um was es sich bei diesem sogenannten Wasserschuss handelt, sehen Sie in unserem nächsten Filmbeitrag von und mit Helmut Schnitzer. Wir schalten um in den Hörsaal 14 der TU Weihenstephan. Liebe Zuschauer, wir befinden uns heute an der TU München, Zweigstelle Weihenstephan im Hörsaal 14. Und jedes Jahr findet hier ein Spektakel statt, das den ohnehin vollen Lehrsaal noch sehr viel voller erscheinen lässt.
Und zwar handelt es sich um einen ganz spektakulären Versuch, den Herr Professor Vogel hier jedes Jahr demonstriert. Herr Vogel, würden Sie etwas zu dem Versuch dann sagen? Ja, gern. Wir wollen mit diesem kleinen Versuch ungefähr Folgendes demonstrieren. Wenn ein schnelles Objekt, sagen wir mal eine Gewehrkugel, in irgendetwas eindringt und sei es auch nur in so etwas Weiches wie Wasser gemeinhin ist, dann erzeugt sie einen gewaltigen Druck. Sie können sich vielleicht vorstellen, schauen Sie sich diese Kiste an, sie ist sauber, zimmermännisch verzapft, geleimt außerdem noch, sie ist wasserdicht. Sie sehen, wie viel Leim da drin ist. Sie können sich also vorstellen, was für ein Druck dazugehört, um diese Kiste zu zerreißen, von innen heraus zu zerreißen. Und diesen gewaltigen Druck wird unser Gewehrgeschoss herbringen, indem wir es durch diese Kiste, gefüllt mit Wasser, durchschlagen lassen. Beim ersten Mal passiert ja noch nichts. Beim ersten Mal passiert noch nichts. Da lassen wir nämlich die leere Kiste einfach durchschlagen und da wird das Geschoss einfach durch die Vorderwand, durch die Rückwand einen glatten Durchschuss erzeugen und es wird weiter nichts passieren. Beim zweiten Mal aber werden Sie staunen, was da alles passiert. Da wird es also diese ganze Kiste in sehr viele Splitter zerreißen. Das Wasser wird hochspritzen bis, vielleicht wenn wir Glück haben, bis fast an die Decke. Und das zeigt eben, wie gewaltig der Druck ist, der sich da aufgebaut hat. Es zeigt zweitens, dass der Druck nach allen Seiten gleichmäßig wirkt. Denn wenn hier nach der Seite Platz wäre, können Sie sich vorstellen, würde das Wasser ebenso weit spritzen, mindestens wie nach oben, soweit halt die Splitter fliegen oder noch weiter. Und nach unten heraus gibt es auch einen gewaltigen Druck. Wir können noch etwas weiteres daran demonstrieren. Wir können auch sagen, wie viel Energie dieses Geschoss in das Wasser getragen haben muss, damit es so hoch geht, nämlich bis an die Decke, die immerhin 9 Meter hoch ist. Und dieser Versuch, der hat ja inzwischen schon Tradition, glaube ich, nicht? Der hat Tradition, ja. Der kommt, wie Sie selbst gesagt haben, jedes Jahr wieder, so kurz nach Weihnachten. Und zu diesem Versuch finden sich noch ein paar mehr Studenten ein, als eigentlich in den Hörsaal gehören. Ich darf gleich sagen, es sind viel mehr Studenten so schon im Hörsaal, als er fassen kann. Und wir bedauern diese Situation sehr. Aber leider steigt die Studentenzahl jedes Jahr erheblich an. Was sagen eigentlich Ihre Kollegen dazu, wenn Sie eigentlich die Studenten Ihnen klauen, sozusagen, wenn die alle hier reinkommen, sich das anschauen? Ich weiß nicht, wie weit der Effekt geht. Bisher habe ich noch keine Klagen gehört von Kollegen. Im Gegenteil, es kommt auch vor, dass Kollegen sich mal hier reinsetzen, um zu sehen, wie das Wasser spritzt. Gut, dann wollen wir uns das Ganze dann anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Vogel. Die ersten Sitzreihen werden aus Sicherheitsgründen geräumt, um fliegenden Holzteilen und der zu erwartenden Wasserflut zu entgehen. Sorgsam wird letzte Hand an den Versuch gelegt. Gleich wird sich zeigen, ob ein winziges Geschoss, nur ein Zehntel Schnapsglas groß oder, anders ausgedrückt, 0,02% von dem vorhandenen Wasservolumen, die stabile nach oben offene Holzkiste tatsächlich zur Explosion bringen kann. Die Spannung wächst. Totenstille im Hörsaal 14. Und jetzt? Jemanden, den Herrn Zerle. Herr Zerle macht das nämlich schon seit einer geraumen Zeit, diesen Schuss auf die Wasserkiste. Herr Zerle, wie lange schon? Ja, seit 1948 praktisch. Dieser Versuch wurde schon durchgeführt bei Professor Frank, später dann bei Professor Asselmeier 25 Jahre lang und jetzt auch noch bei Professor Vogel. Und den Versuch habe ich bis jetzt gemacht. In Zukunft wird der Versuch wahrscheinlich durch einen anderen durchgeführt werden, aber es ist ein Versuch für meinen Stefan, der in den ganzen Brauereikreisen und Landwirtschaftskreisen als der Versuch Weinstephans gilt. Und jeder, der an Weinstephan studiert hat, der kennt praktisch diesen Versuch als den Schuss in die Wasserkiste. Dankeschön. Hier noch ein Senatsentschluss der Freisinger Stadtväter. Oje, jetzt wird's schwierig. Wer irgendeinen männlichen Untertan unserer Stadt durch druckhafte Mittel, als da sind rote und weiße Schminke, allerlei Essenzen, künstliche Zähne, falsche Haare, Einlagen aus französischer oder spanischer Baumwolle oder Seide, eiserne Schnürleiber, falsche Hüften oder dergleichen, in die Ehe verlockt, wird wegen Zauberei verfolgt und die Heirat kann vor Gericht für null und nichtig erklärt werden. Also Vorsicht, meine Damen, bei Ihrem närrischen Treiben.
Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Programm. Ich gebe zurück zu Ulrike Fesseler und Fred Fugenthaler. Auf Wiedersehen. Danke, Ingrid. So, liebe Zuschauer, wie ich sehe, sind der Fred und der Herr Steindl mit dem Einspannen noch nicht fertig. Das gibt mir Gelegenheit, mit Ihnen, Frau Steindl, noch ein paar Worte zu wechseln. Ihr Reiterhof hier ist ja sehr idyllisch gelegen. Wie viele Pferde haben Sie denn da? So 40, 45 Stück. Mhm. Sind das alles Privatpferde oder haben Sie auch Verleihpferde? Nein, es sind ungefähr 30 Privatpferde und der Rest sind eigene Pferde. Aha, da finden Stunden. Schulpferde, vorwiegend Turnierpferde vom Sohn, ein paar Nachwuchspferde und ein paar Kalbblöder. Dann haben Sie auch Unterricht hier, ne, für Anfänger und so? Ja, ist zurzeit etwas eingeschränkt, aber wir haben im Sinne, es wieder auszubauen. Mhm. Weil ja in der Umgebung eigentlich keine richtige Reitschule ist und es, glaube ich, lohnt sich wieder. Ja, aber gerade in der Umgebung hat ja jetzt ein neuer Stall aufgemacht, den Namen sagen wir jetzt einfach nicht. Merken Sie die Konkurrenz? Sind hier Nein. Leute abgewandert? Nein. Aha, glaube ich nicht. Ja. Ja, da drüben steht ein Arbeitsschlitten, haben Sie gesagt, gell? Ja. Wozu benutzt man den? Nur so zur Gaudi? Den habe ich eigentlich nur Hobby und wenn mal Gäste kommen, fahre ich gern spazieren. Aha, ja. Ja, also so zum Baumstämme fahren oder so. Eigentlich nicht gedacht. Es ist gut für die Pferde, wenn sie bewegt werden, so zwischendurch, aber zum Arbeiten, das würde sich nicht lohnen. Mhm. Sie haben vorher das Stichwort Turnierpferde gesagt. Im August, glaube ich, machen Sie ein Turnier. Ja, gell? Zwischen 2. und 4. August, glaube ich, ist ein großes AB-Turnier. Und das findet hier alles auf diesem Gelände statt? Ja, wir haben ein eigenes Gelände. Ja, bisher hat es nicht mehr ausgereicht. Und was braucht man alles dazu? Ja, ein gutes Pferd. Nein, ich meine, um ein Turnier überhaupt zu veranstalten. Ich meine, das ist eine, ja, vor allen Dingen darf man selber die Arbeit nicht scheuen und man braucht viele zuverlässige Helfer. Und die haben wir im Stall, Gott sei Dank. Also Stallinsassen, Privatleute, die Ihnen dabei helfen. Ja. Ja, wunderbar. Schauen wir mal, wie weit ihr seid. Seid ihr fertig bis jetzt? Ja. Liebe Uli, liebe Frau Steindl, das wird heute nichts. Ah. Es hat mittlerweile wieder angefangen zu regnen. Und ich glaube, für die Pferde ist es auch nicht das Ideale, weil es ist sehr glatt, eisig. Sehr glatt. Ja. Liebe Zuschauer, uns geht's wie vielen Veranstaltungen, zum Beispiel Skirennen wurden im vergangenen Monat viele genug abgesagt. Wir müssen unsere Schlittenfahrt leider heute absagen. Frau Steindl, ich will aber trotzdem auf Ihr Angebot zurückkommen. Ja. Entweder noch diesen Winter Schlitten zu fahren mit der Frau Steindl, mit unseren Zuschauern. Oder im Sommer mit dem Planenwagen, das haben Sie auch da. Ja, da sind wir unabhängiger. Ja, wir liebe Zuschauer werden jetzt zurückfahren ins Studio und Ihnen ein bisschen Zauber mit der Technik zeigen. Und in der Zwischenzeit können Sie sich über eine ganz neue Art der Kommunikation informieren, BTX, so heißt dieses Zauberwort. Was man mit BTX alles machen kann, wie BTX funktioniert und was es eigentlich ist, das werden wir Ihnen in einer dreiteiligen Sendereihe etwas genauer erklären. Zuerst jedoch der erste Teil dieser BTX-Serie, eine Aufzeichnung vom Januar 1985, diese BTX-Serie nach unseren FIB-Werbungen. Schenken Sie sich doch einmal Ruhe und Entspannung oder lassen Sie sich mit einer Kosmetikbehandlung selbst bei Frau Fink verwöhnen. Und für die sportliche Bräune, die Sonnendusche. Holen Sie sich Ihren Schönheitscoupon direkt in der Kosmetikpraxis Edith Fink, Ziegelgasse 23. Sie macht Fasching, er macht Fasching und die Kinder auch. Wir haben alles, was Sie benötigen, um ganz, ganz toll auszusehen. Zum Anziehen und zum Schminken. Sind an der Kalle in Freising, Obere Hauptstraße 59. Klavierkauf ist Vertrauenssache. Darum zu Pfefferkorn in das einmalige Musikhaus im Herzen der Freisinger Altstadt. Und wenn es um Ihre Küche geht, ob kleine oder große, wir kommen sofort zum Ausmessen und aber mehr in der nächsten Kassette. Ihr Küchenspezialist Langer und Lukas in Neufahr. Wir
Hier haben Sie die modernsten Fernseher, ob als tragbares Zweitgerät oder in der HiFi-Stereo-Klasse. Und wir haben auch den passenden Videorekorder dazu, damit Sie unabhängig von den Programmen sind. Elektro, Schwarz, Obere Hauptstraße 60, Reparaturwerkstätte und Kundendienst. Willkommen im Isar-Hotel Freising. Für Ihre Betriebs-, Jubiläums- oder Familienfeiern sind wir bestens gerüstet. Lassen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre von unserem geschulten Personal bedienen. Wir legen großen Wert auf hervorragende Küche und gepflegte Gastlichkeit. Willkommen im Isar-Hotel Freising. Hallo Fried. Hallo Uli, setz dich bitte. Komm, Moment mal. Ich habe da gerade ein Schreiben bekommen von der Bundesbahn. Schau her. Beide Intercity, der Ernst Barlach und der Otto Hahn, die fahren nicht über Ingolstadt, sondern über Frankfurt-Mannheim. Mhm, hast mal wieder was Neues, ha? BTX vielleicht? Ja, du hast echt öfter mal was Neues, BTX. Ja, liebe Zuschauer, und da wären wir schon bei unserem Thema BTX, sprich Bildschirmtext und was man damit alles so machen kann. Ach du, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was ist BTX eigentlich? Ja, also BTX ist ein ganz neuer Dienst der Bundespost. Mhm. Sozusagen Datenübertragungsdienst, den jeder Telefonteilnehmer für sich in Anspruch nehmen kann. Jeder Telefonteilnehmer, also ich auch? Ja, genau, wenn du ein Telefon hast. Mhm. Wie schon gesagt, jeder, der einen Telefonanschluss hat, kann nun mit BTX über den Großrechner der Bundespost eine Unzahl von Daten abrufen. Genau so ist es. Mhm. Und was gehört jetzt dazu, also für mich, wenn ich jetzt ein BTX habe und für Sie natürlich auch, liebe Zuschauer in Freising und München? Ja, also als allererstes brauchen wir einmal ein Telefon. Mhm. Ein ganz normales Telefon. Und die Bundespost stellt jedem BTX-Teilnehmer ein Modem zur Verfügung. Modem? Ja, Modem. Modem heißt Modulator, Demodulator. Mhm. Und dieser Modem ist eigentlich Herzstück der BTX-Anlage. Ohne Modem geht gar nichts. Dann brauchst du einen Fernseher, der schon BTX-tauglich ist, oder einen Fernseher und dazu einen BTX-Decoder, damit die Daten auf den Bildschirm kommen und um die Verbindung zum Postrechner oder anderen Rechnern herzustellen. Ah ja, das heißt also, ich kann meinen jetzigen Fernseher verwenden. Genau. Der muss allerdings eine Euro-AV-Buchse, also eine SCART-Buchse haben, oder er bekommt eine eingebaut. Und das geht ohne weiteres? Die SCART-Buchse meinst du? Ja. Naja, die SCART-Buchse, die baut ja jeder Fernsehfachmann ein. Hm, gut. Wird noch was gebraucht? Ja, du kannst natürlich jetzt eine ganze Menge von BTX-Seiten mit deiner Fernbedienung über die Zifferntastatur abrufen. Und? Ja, besser ist natürlich eine Tastatur wie diese hier. Mhm. Das ist ja eine Schreibmaschinentastatur und damit kann man dann sicher ganze Briefe schreiben, oder? Ja, Uli, genau so ist es. Du kannst also mit dieser Tastatur ohne weiteres mit einem Reisebüro, mit einem Bankhaus oder mit einem Versandhaus kommunizieren. Mhm. Meinst du nicht, wir haben jetzt lang genug geredet. Jetzt wollen wir mal ausprobieren, wie das in der Praxis funktioniert. Okay. Was machen wir denn? Machen wir. Als allererstes steigen wir mal ein. Ja gut, fangen wir an. Wir wählen unsere Vermittlungsstelle an. Ja, und hier haben wir jetzt die BTX-Vermittlung an der Leitung. Und was steht da? Also, das ist jetzt die Teilnehmernummer, die gleichzeitig mit der Telefonnummer identisch ist. Und warum blinkt es da? Ja, Uli, pass auf, jetzt müssen wir uns ausweisen. Und das machen wir über das ganz persönliche Kennwort, mhm. Ja, das wir jederzeit ändern können. Jetzt pass auf, ich tippe jetzt einmal das persönliche Kennwort ein. Mhm. Dieses Kennwort ist natürlich ganz persönlich, weil sonst könntest du ja ohne weiteres mit meinem Kennwort arbeiten. Und warum darf ich dein persönliches Kennwort nicht verwenden? Ja, das ist eigentlich ganz einfach, Uli. BTX kostet etwas. Mhm. Und wenn du mit meinen Dingen hier arbeitest, dann verschleuderst du mein Geld und so weiter und so fort. Und das wird ja monatlich von der Bundespost zu meinem Telefonanschluss abgerechnet. Hm.
Das heißt, also wenn ich dein persönliches Kennwort kenne, dann kann ich umsonst BTXen einkaufen, von deiner Bank Geld abheben und solche Sachen. Genauso wäre es. Aha. Oder genauso ist es. Ne? Ja, so, jetzt gaben wir unser persönliches Kennwort ein und Bildschirmtext begrüßt uns. Und du siehst, jetzt können wir von Flensburg bis Reit im Winkel für eine Ortsgebühr BTX. Also 8 Minuten und abends sogar 12 Minuten in den Seitenblättern? So ist es, ganz genau. Jetzt pass auf, jetzt machen wir weiter, Uli. Du erinnerst dich, wie du vorher gekommen bist, mhm. Da habe ich doch ein Schreiben von der Bundesbahn bekommen. Ja. Ja? Mhm. Jetzt pass auf, die Bundesbahn hat die Nummer 25800. Ich will von München nach Hamburg fahren, kenne aber den Fahrplan nicht. Welchen Zug du nehmen musst, willst du wissen? Ganz genau. So, und das wird jetzt ganz einfach. Bildschirmtext führt uns durch das Programm. Jetzt Moment. Die Nummer 25800. So, jetzt weiter mit der Rate. Bitte warten, das dauert ein bisschen. Und jetzt, Uli, wird es eigentlich ganz einfach. Wie schon gesagt, der Bildschirmtext führt uns nun durch das Programm. Schau, hier unten in der 25. Zeile steht die Nummer des Modems und der Standard. Das sagt mir überhaupt nichts. Naja, das ist auch momentan im Augenblick gar nicht so wichtig. In der 24. Zeile stehen nun Tag und Stunde der Bundesbahneingabe, die Seitenzahl, eben diese Seite. Siehst du? Mhm. 25800. Mhm. Ah ja, 25800. Mhm. Genauso ist es. Und das war die Nummer, die wir eingegeben haben. Jetzt wollen wir die Fahrpläne. Mhm. Da muss ich sicher eine 1 drücken, oder? Genau. Fahrpläne ist die 1. Mhm. Mach ich mal. Bitte. Oder? Ja, drücken. Aha. Siehst du, jetzt werden wir geleitet. Aha. Das dauert jetzt ein bisschen. Das dauert immer noch. Jetzt baut sich die ganze Sache auf. Bestimmen Sie zuerst den Bahnhof, von dem Sie ausfahren wollen, genau. Also weiter mit 1. Ja? So ist es. Wieder drücken? Ja. So. Also Ausgangsbahnhof ist München. Mhm. Startbahnhof München? Nee, das ist nicht dabei. Okay, pass auf, dann drückst du die Raute. Die da. So, jetzt baut sich das wieder auf. Jetzt. München, da schau, 17. Ah ja, genau. So. 17. Ja, und jetzt? Muss ich die 17 drücken, ne? Bitte. Also 1, 7. Und was passiert jetzt? Ja, das baut sich jetzt wieder auf. Und jetzt haben wir München, jetzt kommt unser Zielbahnhof. Ich will von München nach Hamburg, Ende meiner Reise. Mhm. Du Fred, das ist einfach. Lass mich mal machen. Bitte, mach mal weiter. Mhm. So, die 33, Hamburg-Altona drücken. So ist es. Moment, 3. Und, was haben wir da? Aha, dein Fahrplan. Mhm. Wann willst du fahren? Ja, jetzt pass mal auf. Das ist mir alles zu früh. Geh mal um 1 weiter. Da drücke ich auf die Raute, oder? Raute. Ja, drück die Raute. So ist es. So. Okay, gut. Die nächsten Züge gehen. Aha. Jetzt pass auf, da haben wir den nehme ich. Welchen? 7.43 Uhr Abfahrt. Also du, Fred, dann würde ich lieber mit dem 10.30 Uhr fahren, weil dann bist du 3 Stunden später fährst du los und 1 Stunde später bist du gleich da.
Okay, sehr interessant. Also müssen wir sofort notieren. Alles klar. Und nun? Ja, und jetzt machen wir noch einen Blick in... ins Quelleprogramm. Okay, ja. Also, wie Stern. Stern. Und die 3, 0, 0, 0, 0. 30.000. Und die Raute, oder? Und die Raute dann, ja genau. Bitte warten, also, es dauert noch ein bisschen. So. Ah ja, da kommt Quelle schon. Genau. Einkauf. Ja, da, Einkauf. Die 2, hm? Mhm, mach ich. Warte mal, lass sehen. Aha. Mhm. Aktuelle Angebote. Die 2. Oder Moment, nehmen wir mal Foto. Foto, okay, 4. Dann nehmen wir die 2 aktuelle Fotoangebote. So ist es, genau. Gut, okay, 2. No. Aha, aktuelle Angebote. Bitte, Fred. Ja, pass auf. Sehr gut. So, die 5, Fernglas. Damit du mich in Hamburg sehen kannst, oder von Hamburg sehen kannst. Willst du bestellen? Pass auf, wir schließen jetzt hier ab, mein Vorschlag, und machen in der März-Ausgabe von Freising im Bild hier weiter, und zwar mit dieser Bestellung. Ja? Ja, können wir machen. Warten wir mal ab, wie die abläuft. Mit der da. Genau mit dieser Bestellung, machen wir dann weiter. Mhm. Und verschicken einen Telebrief im BTX-Mitteilungsdienst, holen uns aktuelle Zeitungsmeldungen und wenn die Zeit noch reicht, beginnen wir mit Telebanking. Ja, so viel, liebe Zuschauer, zu BTX Teil Nummer 1. Uns bleibt nur noch über, uns bei Philips Hamburg für die Überlassung dieser Geräte zu bedanken. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Meckerecke. Mhm. Leute, ihr werdet gemeckert! Liebe Zuschauer, wir sind hier an der Wippenhäuser Straße und haben unsere Meckerecke und heute haben wir den Herrn Breitzer wieder da. Herr Breitzer, wieder, um was geht's bei Ihnen? Ja, mir geht es in erster Linie als Anlass zur Eröffnung der Fachoberschule in der Wippenhäuser Straße. Ich habe mich einmal an die Öffentlichkeit gewandt, weil ich nicht einsehe, dass in der Hauptverkehrszeit da solch ein Stau entsteht, speziell Heidstraße, Wippenhäuser Straße. Man hat diesen Goldberg gesperrt kurz vor Beginn der Sommerferien. Und es zeichnet sich ihm jetzt ab, dass das unerträglich für uns ist. Es stellt sich auch noch für mich die Frage, es wird nächstes Jahr vermutlich mit diesem Studentenwohnheim in der verlängerten Birnerstraße angefangen. Und da stellt sich die Frage, was kommt dann alles noch auf uns zu, wenn die Stadt einfach nicht bereit ist, dass eine tragbare Lösung und zwar schnell findet. Hätten Sie für die Übergangszeit jetzt irgendeine Lösung anzubieten? Auch? Ja, Goldberg wieder aufmachen. Zumindest in der frühen Stunde. Und ich glaube, dass die Anlieger das schon aushalten könnten. Andere haben sie auch schon durchexerziert. Und ein bisschen muss man schon Solidaritätsgefühl haben. Nicht bloß, weil wir sagen, wir beruhigen. Und die Autos werden ja deswegen nicht weniger, sondern sie werden abgedrängt. Und da muss man halt nach Möglichkeiten suchen. Na, es wird in der Hauptsache um die Stoßzeiten eben gehen. Nur um die Stoßzeiten, sonst läuft es da hier hinten nicht. Man kann das eigentlich da nichts sagen. Aber umso unverständlicher ist es, dass sie die Verantwortlichen da so verbeißen und das einfach nicht einsehen wollen, dass man das leicht lösen kann. Goldberg wieder auf. Okay, Herr Weizenmitter. Bedanke mich. Ja, liebe Zuschauer, so viel zu unserer Meckerecke. Wenn Sie jetzt glauben, ich stehe vor einer verschneiten Winterlandschaft hier mit meinem warmen und heißen Ski-Overall,
dann haben Sie sich mit Sicherheit getäuscht. Wie schon gesagt, die Technik, die Zauberei der Technik macht es möglich. Und ich bin nirgendwo anders als hier bei uns im Aufnahmestudio. Und zwar mit der Technik Blue Box Verfahren setzt man mich einfach in diese herrliche Winterlandschaft. Wie funktioniert das? Mit einer Kamera wird das Foto, also diese Winterlandschaft, aufgenommen und die andere Kamera nimmt mich auf vor dieser blauen Wand, die Sie noch nicht sehen. Und da bitte ich jetzt mal die Technik einzuschalten, wo ich mich eigentlich befinde. Ja, genau, hier. Das ist die blaue Wand bei uns hier im Studio. Und wenn ich jetzt einen blauen Ski-Overall anhätte, zum Beispiel so ein Blau wie dieses Tuch hier, ich zeige es Ihnen mal, dann schalten wir jetzt mal wieder um in die Blue Box und Sie sehen es, ich bin durchschaubar, total durchschaubar, hier zum Beispiel ohne Hals. Ja? So, und jetzt nochmal ganz kurz das blaue Bild mit der blauen Technik. So einfach ist es. Wir können also alles machen hier im Studio, sogar auf die Malediven fliegen, obwohl wir hier im Studio sind. Ja, eigentlich müsste ich jetzt, vielleicht machen wir wieder ein bisschen Winterlandschaft, geht es? Ja, genau, toll. Eigentlich sollten wir jetzt zur Bekanntgabe der Gewinner des Preisausschreibens, unseres FIB-Preisausschreibens kommen, doch die Uli ist nicht da. Das Einzige, das ich von der Uli habe, das ist hier dieser Handschuh, den hat sie verloren und ich habe ihn gefunden. Also das soll zumindest ein Handschuh sein. Ja, und dieser Handschuh gibt mir eigentlich das Stichwort oder die Einleitung für unseren Beitrag, den wir am Ende der Sendung geplant haben, den ziehe ich jetzt ein bisschen vor. Eben das Stichwort der verlorene Handschuh. In Freising gibt es nämlich einen Mann, der das Suchen oder Finden von Gegenständen nicht nur dem reinen Zufall überlässt, sondern er sucht und findet ganz gezielt. Meine Kollegin Ulrike Fesseler sprach mit Kreisheimatpfleger Erwin Neumeier, der im Übrigen im Januar seinen 50. Geburtstag hatte und wir wollen hier von Freising im Bild noch unsere Glückwünsche und herzliche Gratulation hier aussprechen. Doch zunächst das Gespräch mit Ulrike Fesseler und Erwin Neumeier. Herr Neumeier, erzählen Sie, was machen Sie? Ich bin Kreisheimatpfleger für den Landkreis Freising und zwar speziell für Bodendenkmalpflege. Das ist an sich eine ganz ungewöhnliche Konstellation, dass der Landkreis Freising drei Kreisheimatpfleger unterhält und einer davon ausschließlich für Bodendenkmalpflege zuständig ist. Das unterstreicht eigentlich den Sinn und das Verständnis, das der Landkreis Freising vor allem für die Bodendenkmalpflege hat. Es ist nämlich so, wir haben es in den letzten Jahren sehr viele Bodendenkmäler entdeckt. Es sind also über 300 vorgeschichtliche Siedlungsplätze und Gräberfelder, die ständig beobachtet werden müssen, die gewartet werden müssen. Das klingt zwar eigenartig, aber es ist tatsächlich so. Man muss also ständig nachschauen, wie sind sie im Zustand, sind sie bereits angeackert, droht Zerstörung. Man macht Bodenuntersuchungen, man macht Feldbegehungen und dann kann passieren, so wie es also jetzt hier der Fall war, dass man feststellt, dass ein Grab angeackert worden ist, beispielsweise aus der Römerzeit, wie hier, das dann unbedingt ausgegraben werden muss. Und so kommt es dann zu diesen glücklichen Funden, wie es eben hier in Günzenhausen bei Eching war. Und diese Gefäße, die hier stehen, haben Sie bei Günzenhausen gefunden, oder? Diese Gefäße stammen alle von einem einzigen römischen Grab. Mhm. Das ist nicht so, dass also in jedem Grab so viele Gefäße sind. Das war also an sich Glück, Zufall, dass man also so viele Gefäße gefunden hat. Das war auch nicht zu erwarten. An der Oberfläche, als wir drüber gegangen sind, waren nur etwa eine Handvoll Scherben festzustellen, ein paar Knöchel, Leichenbrand, sodass man annehmen konnte, hier liegt ein römisches Brandgrab vor. Und wir wissen von Grabungen, die wir bereits im Frühjahr durchgeführt haben, wo wir drei römische Gräber dort ausgegraben haben, dass unter Umständen Gräber bereits völlig zerstört sind oder nur mehr kleine Reste übrig sind. Und wir haben es auch hier befürchtet, dass nicht mehr sehr viel da ist. Mhm. Und wir waren umso mehr überrascht, als wir nach 30 cm Tiefe auf ein verhältnismäßig großes Grab gestoßen sind, mit Ausmaßen von 1,50 m auf 1,10 m, wo dann unter diesen angeackerten Gefäßen, das waren drei, vier Gefäße, die angeackert waren, wo unter diesen Gefäßen ganz plötzlich noch eine ganze Reihe von eigentlich vollständig erhaltenen Gefäßen aufgetaucht ist. Mhm. Diese ganzen Gefäße, die Sie hier gefunden haben, ich meine, eins davon ist eine Urne, ne? Ja. Was sind das für Gefäße? Was war da drin? Wurden die dem Verstorbenen mitgegeben für seinen späteren Weg? Oder?
Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Mhm. Jetzt schon festzustellen im Stadium der Restaurierung, wozu diese einzelnen Gefäße gedient haben. Man darf davon ausgehen, dass zunächst einmal dem Toten auf den Scheiterhaufen bereits eine Reihe von Gefäßen mitgegeben wurde. Das heißt, die wurden um den aufgebahrten Toten, der auf dem Scheiterhaufen lag, wurden die Gefäße, die er zu Lebzeiten benutzt hat, Teller, Schüsseln, mhm. Suppenteller, Gläser, Trinkbecher, solche Sachen wurden also um den Toten gruppiert und dann wurde der Scheiterhaufen angezündet. Der Tote ist verbrannt und die Gefäße sind in der Hitze sehr angegriffen worden. Sie sind zum Teil zu Boden gefallen, sind zersprungen, wie zum Beispiel diese Siegelaterschale, die also in schon bald 100 Scherben zerborsten ist. Was heißt Siegelaterschale? Siegelater, das ist eine speziell römische Keramikware, die eine Engobe enthält oder hat, die man bis heute Engobe ist also eine Auflage, enthält, die bis heute eigentlich nicht nachgemacht werden kann. Das ist vergleichbar etwa unserem Porzellan, zumindest vom Wert her, vergleichbar unserem Porzellan. Und diese römischen Sigillaten sind in der Regel auch, weil sie besonders wertvoll waren, auch dann nur in die Hände vermögender Bürger gelangt und sind deshalb auch sehr reich verziert worden. Es laufen unter dem Begriff Bilderschüsseln. Man sieht es also auch hier, es sind also eine ganze Reihe von Darstellungen drauf, zum Teil Tiere, Fabelwesen. Hier ist also ein Hund und dann abwechselnd immer wieder Personengruppen wie hier. Links offensichtlich ein jüngerer Mann, der vor einer Stele so in gebückter Haltung ist und dahinter möglicherweise ein Erwachsener, der auch irgendwelche Opfergaben darbringt. Wäre denkbar, dass es sich hier um einen Lehrer handelt, der irgendwie in einer Beziehung zu diesem Knaben steht. Und das war diese Phallusgeschichte? Das ist diese Phallusgeschichte. Das sind also oft auch, warten Sie mal, ich glaube, das sieht man irgendwo besser, hier sieht man es also besser. Mhm. Es gibt aber auch dann richtig gern erotische Darstellungen, wo Menschen mit einem überdimensionalen Phallus dann in Gegenüberposition stehen, wie das also hier der Fall ist. Mhm. Zumindest scheint es so. Es wird sich zeigen, also was das Landesamt für Denkmalpflege dann bei der Auswertung in dem Fall rausholt. Man hat also dem Toten aus diesem Scheiterhaufen heraus dieses ganze Konglomerat von Metallgegenständen mit ins Grab gelegt, oben auf den Leichenbrand, also auf die Knochen draufgelegt. Mhm. Hier zum Beispiel diese wunderbare Fibel, sehen Sie mal, dieses ganz herrliche Stück, ganz pfundig hier diese Spirale, die man also hier sehr schön sieht, dann hier diese Spange, die davor läuft, abgeteilt und es kann sein, dass hier noch ein Stück dazugehört, das ist vielleicht irgendwo noch erhalten, aber das ist dieser Charakter einer Sicherheitsnadel. Da unten ist dieser Bügel, wo das dann eingreift. Es wird also sehr hübsch, wenn das dann restauriert ist. Aber insgesamt ist das ein sehr interessanter Fund, weil er auch Hinweise gibt auf die Tätigkeit der Person. Und zwar dürfte es sich hier in dem Fall offensichtlich um einen Art Sekretär gehandelt haben, einen Schreiber, der entweder in Verwaltungsdiensten stand oder möglicherweise, wenn es sich um ein größeres römisches Gut gehandelt hat, wo er tätig war, dass er dort seine Art Verwaltungstätigkeit ausgeübt hat. Schauen Sie mal, das sind ganz, ganz kleine Spielsteine, die in der Regel oben einen Punkt haben, aber sie sind aus Horn. Die sind natürlich durchs Feuer auch etwas verzogen, haben durchs Feuer gelitten. Da sind lauter Ringel drin, also es hat verschiedene Arten auch von diesen Spielsteinen gegeben. Insgesamt sind es also 7, die wir da haben. Das hat auch wieder so Ringel. Das sind also, offensichtlich war der Betreffende auch ein guter Brettspieler oder Damenspieler und hat sich dadurch ausgezeichnet, sodass man ihm diese Gegenstände auch mitgegeben hat, damit er es auch im Jenseits seiner Leidenschaft frönen kann. Auf dem Teller hier? Ja, ist was eingeritzt. Der Teller hat auch eine ganz besondere Bewandtnis. Auf diesem Teller ist nämlich auf dem Boden ein Name eingeritzt und das dürfte der Name dessen sein, der hier bestattet ist. Und zwar steht hier drauf Marco, das C und das O ist schon ein bisschen durchs Feuer etwas vergammelt, aber man sieht es noch ganz deutlich, wenn man so ein bisschen mit Schattenwirkung anschaut. Das heißt für Markus,
Der Teller war dem offensichtlich als Geschenk einmal gegeben worden und ist dann nach seinem Tod ihm wieder ins Grab mitgegeben worden als persönliche Habe. Das ist also praktisch der erste Römer, der hier im Landkreis Freising namentlich bekannt ist. Mhm. Man weiß zwar jetzt nicht, wie er weiter geheißen hat, aber der Vorname zumindest ist belegt und der erste Römer hat also den Vornamen, den man hier kennt, Markus geheißen vielleicht. Jetzt wäre es natürlich noch interessant, wie machen Sie das? Ich meine, Sie graben da Teile aus, waschen die ab wahrscheinlich, oder? Reinigen die? Die werden zunächst einmal getrocknet. Mhm. Dann wird gewaschen, dann wird wieder getrocknet und dann sucht man zusammen. Dann schaut man, was könnte zu welchem Gefäß gehören. Dann wird geordnet, dann beginnt ein richtiges Puzzle. Und dann hebt man sich die schwierigeren Sachen eigentlich bis zum Schluss auf, weil man sich vielleicht dann nicht so drüber traut. Man macht zuerst einmal das, was schnell geht. Man fängt erst mit den Gefäßen an, wieder mit den Tellern, wo wenig zerstört war. Die hat man so bald. Dann baut man sie auf, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Man baut es also richtig gehend vor sich auf. Man kann auch nicht ständig an einem Gefäß arbeiten, man lässt dann wieder was trocknen, nimmt dann wieder ein anderes Gefäß her. So kommt es, dass die zum Teil verschiedene Fertigungszustände haben. So wird das gemacht. Mit Schusterleim oder was? Ja, das ist, ich bezeichne das als Schusterpapp, so wird es also auch beim Landesamt für Denkmalpflege bezeichnet. Das ist also ein Klebstoff, der in Aceton löslich ist. Es kann ja passieren, dass man sich täuscht, dass man was schlecht zusammenpappt, dass der Winkel nicht genau stimmt. Da muss man es wieder lösen können, muss wieder neu zusammenkleben können. Aber auch das gehört zur Technik, dass man so weit kommt, dass man am Schluss also möglichst wenig Verluste hat oder möglichst wenig Fehler hat und dass man wenig lösen muss. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch, Herr Neumeier, und backen Sie schön. Ja, danke schön. Danke. Ihre Gitarre nur von Pfefferkorn. Das Musikhaus im Herzen von Freising. Die schmeckt voll gut. Mit Wein Stefan fängt's Bier an. Ja, ja. Das müssen Sie auch mal probieren, gell? Unser Wein Stefan Hefeweißbier. Ich will heuer laufen. Ach, gleich voll super. Holla, zweimal im Freising. Die Menschen gehen schlafen. Aber wie wachen sie auf? Die Dunlopillo-Matratze schenkt Ihnen einen guten Morgen, jeden Morgen. Denn Dunlopillo-Latex ist punktelastisch, stützt die Wirbelsäule ideal. Dunlopillo-Latex entspannt den ganzen Körper. Schlaf dich fit auf Dunlopillo. Im Europa-Möbelhaus Lerl, Freising, Lerchenfeld. Angezogen für unsere Winterlandschaft hier im Berner Oberland. Ich habe immer gedacht, du bist so ein heißer Typ, frierst dich. Nein. So, liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zur Bekanntgabe unserer Gewinner des FIB-Preisrätsels vom Dezember. Sind wie immer eine Menge Einsendungen bei uns eingegangen. Ja, und darunter waren natürlich auch einige Zuschriften mit dem gleichen Datum. Und da musste natürlich das Los entscheiden. Sie erinnern sich, es war gefragt, an welchem Tag schneit es bei uns zum ersten Mal und so richtig zum ersten Mal? Ja, und wir sind natürlich zurückgegangen auf unsere Jurymitglieder. Die mussten das nun entscheiden, welcher Tag das war. Und dazu hören wir jetzt gleich mal unser Jurymitglied, den Herrn Steindl aus Turnsberg. Da machen wir jetzt mal eine kurze Umschaltung. Das weiß ich zufällig genau, weil es war 14. Dezember, da sind wir mit der Gruppe ausgeritten und kamen schneeweiß zurück. Dann sagte uns der Herr Reischl aus Freising, welcher Tag es war. Das weiß ich ganz genau, das war am 14. Dezember. Und letztendlich Zahnarzt
Fesseler. Der erste Schnee, warten Sie, das habe ich mir notiert. Am Freitag, den 14. Dezember 84. Ja, und gewonnen haben den vierten Preis eine Videokassette, Babsi Michalczyk aus Freising. Ja, den zweiten Preis, das haben wir zwei Gewinner für den zweiten Preis. Und zwar, Sie erinnern sich, den pfundigen Hüttenabend zusammen mit dem ganzen FIB-Team. Den zweiten Preis haben gewonnen Franz Kiermeier aus Freising, Obere Hauptstraße 28. Und Renate Klier, auch aus Freising, Landbergstraße 24. Und jetzt kommt's. Ja, der erste Preis. Eine Skifahrt von Sporthaus Keuselmeier hat der Michael Karton am Vogelherd 19 aus Freising gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt bei uns geht's weiter, liebe Zuschauer, mit Fasching. Wie könnte es anders sein? Und da haben wir vom Faschingsdienstagtreiben 1984 speziell für Sie dieses Treiben aufgenommen und werden es Ihnen heute zeigen. Das soll nun nicht heißen, dass für diejenigen Zuschauer, die unsere Sendung nach dem Fasching sehen, dass das ein kleiner Nachgeschmack ist. Ganz im Gegenteil, das soll ein großer und lang anhaltender Vorgeschmack für 1986 sein. Aber bevor es losgeht, legen Sie Bleistift und Papier bereit, denn bei unserem nächsten Beitrag, also dem danach, gibt es was zum Mitschreiben. Ja, aber jetzt Film ab von unserem Faschingsdienstag von 1985 als Nachgeschmack vom Faschingsdienstag 1984 und als langer, langer Vorgeschmack für Faschingsdienstag 1986. Na, schauen Sie mal die charmanten Damen, die wir haben. Nur nicht. Lauter Freisinger Töchter und Söhne, Mutti und Vati stehen da, gell? Das ist ihr erster großer Auftritt im Freien. Das ist ein Rheinländer! Die Dekoration der Mehrzweckhalle hat dieses Jahr besonders viel Arbeit.
und Speisen kostet. Seit Weihnachten wird jetzt daran gearbeitet und die Mühe hat sich gelohnt. Wie üblich wird der Ball der Stadt Freising wieder den Höhepunkt des diesjährigen Faschings darstellen. Aber auch die Familien- und Altennachmittage werden unter der Regentschaft des Kinderfestivals zum Höhepunkt sein. Das ältere Faschingspaar, Doris die Zweite von Gastronomie und Robert der Erste mit Energie, hat bereits gezeigt, mit wie viel Können es das närrische Volk Freisings zu regieren versteht. Der große Bär, Freisings beliebter Faschingsorden, wird diesmal an Dr. Heiner Reiter, einen der höchsten Bundesrichter, verliehen. Reiter, früher einmal selbst Faschingsprinz, wird diese Auszeichnung beim Festball der Stadt am 9. Februar entgegennehmen. Kurz, aber heftig, so wie der Fasching auf 85 in Freising charakterisiert. Und wenn am Faschingsdienstag auch das Wetter mitspielt, hat sich mit Sicherheit beim großen Faschingstreiben der Innenstadt alle zufriedengestellt. Mit 25 bis 30 Auftritten auf Bällen, die nicht von einer Halle organisiert werden, ist der gesamte Stab heuer vollkommen ausgebucht. Das Programm, so sieht es zumindest Vize-Jürgen Wolfson, ist diesmal wirklich nicht gedrängt. Die acht jungen Damen der Prinzengarde begannen bereits im Juni letzten Jahres mit dem Training, um jeden Tag zu perfekten. Die fantasievollen Kostüme unterstreichen das Motto brasilianische Nächte mit Glimmer und Glamour. Präsident Josef Eisenberger kann getrost auf ein interessantes Programm und ein gutes gelegenes Faschings hoffen. Den närrischen und übermütigen Treiben steht wirklich nichts mehr im Wege. Zuverlässig, Allianz Schmidt, Schreier und Mühlich. Wenn Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens im In- und Ausland zeigen wollen, wir machen Ihren Film oder Ihr Video. Schnell, preiswert, perfekt. Sei leise! Schau mal, was da drinnen ist zum Naschen. Ja, was nascht ihr denn da so mitten in der Nacht? Weihenstephaner Carmenbeer, der blaue mit dem herzhaften Geschmack. Für Werbekonzepte im Stadtfernsehen, Kabelfernsehen und Bildschirmtext empfiehlt sich die neue Medienagentur Freising-Tüntenhausen. Ruf 08167 8034. Ja, liebe Zuschauer, das war also der Vorgeschmack vom Nachgeschmack als Nachgeschmack zum Vorgeschmack. Also mir reicht dein Geschmack jetzt. Ihnen sicher auch, liebe Zuschauer. Aber da wir gerade dabei sind, Bleistift und Papier liegen bereit, dann können Sie mitschreiben bei unseren Kochtipps von Armin Meinl, den unsere Kollegen vom Stadtfernsehen Feldkirchen aufgezeichnet haben. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Die Zeit vergeht wie im Fluge, es wird langsam Winter und die Bären setzen wieder Speck an, damit sie ihren Winterschlaf halten können. Da wir weder Speck ansetzen wollen, noch Winterschlaf halten können, habe ich heute ein Rezept für Sie, das uns die kalten Tage etwas leichter ertragen lässt und uns trotzdem keinen Speck ansetzen lässt. Unser Rezept heute ist Steak mit Blattspinat und Mozzarella. In einer feuerfesten Form habe ich ein Paket tiefgefrorenen Blattspinat aufgetaut, in etwas Öl heiß werden lassen, gebe etwas Muskat und eine gute Prise Salz dazu. Alles gut verrühren und bei kleinem Feuer weiterköcheln lassen. Inzwischen habe ich in der Pfanne Öl heiß werden lassen. Gebe 4 Steaks in die Pfanne. Das Ganze nur kurz anbraten lassen, damit die Steaks nicht durchgebraten werden.
Auf die Steaks noch etwas Pfeffer. Und je nachdem, wie Sie die Steaks lieben, medium, rare, so lange lassen Sie sie braten. Zu Blattspinat und Mozzarella passt am besten ein mitteldurchgebratenes Steak. Nun nehme ich den Blattspinat, gebe auf jedes Steak eine ca. 1 cm hohe Schicht. Auf den Spinat geben wir jetzt pro Steak 2 Scheiben Mozzarella. Und danach sofort den Deckel auf die Pfanne, damit der Mozzarella schön über den Spinat und über das Steak herunterfließen kann. Das Ganze circa 5 Minuten, 8 Minuten vor sich hinköcheln lassen, kurz mal reinschauen, ob der Käse schon geschmolzen ist. Unser Gericht hat jetzt circa 8 Minuten vor sich hingeköchelt. Der Mozzarella ist geschmolzen und es kann serviert werden. Beilagen wie Kartoffeln wären zu diesem Gericht eine Sünde. Ich empfehle Ihnen Stangenweißbrot, damit Sie die herrliche Soße austunken können. Guten Appetit. Unser heutiger Küchentipp gilt einer ganz besonderen Vorspeise. Ganz besonders von der Zusammenstellung der Zutaten, aber einfachst herzustellen. Wir brauchen wie immer für 4 Personen 4 Reibadachi oder Kartoffelpuffer, tiefgefroren, 100 Gramm Räucherlachs, den Sie in einer fertigen Packung kaufen können, eine kleine Dose Crème Fraîche, frischen Dill. Wir haben hier jetzt einen Reibadachi circa 5 Minuten auf beiden Seiten goldbraun braten lassen. Wir geben den goldbraun gebratenen Reibadachi oder Kartoffelpuffer, wie immer Sie sagen wollen, auf einen Teller. 1 bis 2 Scheiben Räucherlachs darauf. 2 Esslöffel Crème Fraîche. Etwas frischen Dill und schon kann serviert werden. Und eins können Sie mir glauben, nachdem Sie dieses Gericht Ihren Gästen oder Ihrer Familie serviert haben, werden Sie in Zukunft Schwierigkeiten haben, Reibadachi oder Kartoffelpuffer mit Apfelmus an den Mann zu bringen. So, liebe Zuschauer, das war's wieder mal. Sie sahen die 28. Ausgabe von Freising im Bild, Ihrem ersten lokalen Stadtfernsehprogramm in und um Freising. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht. Ja, und mit Nachgeschmack zum Vorgeschmack sehen wir uns wieder in der März-Ausgabe von Freising im Bild. Bis dahin kommen Sie recht gut über den Fasching, ohne Nachgeschmack. Bleiben Sie gesund und munter. Ja, und in diesem Sinne, für deinen Gott und auf Wiedersehen. Tschüss. Das ist mit Nachgeschmack. Und du hast überhaupt keinen Geschmack. Ich meine, wie kann man unterbrochen? Nachgeschmack hat den Vorgeschmack. Kein Mensch mit einem richtigen Hirn kann das lustig finden. Genau. Ehrlich, du hast es viel zu oft gesagt. Gag ist Gag. Ach, Blödsinn. So oft kann man es überhaupt nicht lustig finden. Selbst mit dem Willen, aber um allen Wohlwollen und Freundlichkeit. Oh.